Hallo meine Lieben, in dieser Woche haben wir uns den erstaunlichen Fund einer uralten Pyramide in Indonesien angesehen. Wir sind den Spuren des Grabes eines sumerischen Gottkönigs gefolgt. Funde, die uns nur allzu deutlich zeigen, wir waren und sind nie allein gewesen. Und es gibt noch sehr viel mehr antike prähistorische Stätten, die uns immer wieder diesen frühen Kontakt mit außerirdischen Göttern aufzeigen. Manche davon sind bis heute der Öffentlichkeit nicht zugänglich, militärisch abgeriegelt, wiederum andere völlig vergessen. Im heutigen MDS Classics Video schauen wir uns noch einmal zwei sehr besondere uralte Funde an, an einem Ort, den kaum jemand kennt. Ein prähistorischer Steinkreis, der zwar älter als das weltberühmte Stonehenge ist, jedoch mit ihm verbunden zu sein scheint. Und das, was man dort Spektakuläres vorfand, tief vergraben unter dem 1000 Jahre alten Stein, versucht sich die Wissenschaft nur annäherungsweise zu erklären. Dabei zeigen uns weitere sehr ähnliche Funde, was denn wirklich dahinter stecken könnte. Was genau unter dieser abgeriegelten Stätte mitten im russischen Niemandsland entdeckt worden ist und was genau dieser Fund mit einem hochtechnologischen medizinischen Wissen eines alten Volkes in Peru zu tun hat, das erfahrt ihr wie immer nach dem Intro. Stonehenge. Das rätselhafte prähistorische Denkmal nahe der Stadt Amesbury in England. Mehr als 5000 Jahre alt ist dieser mysteriöse Ort heutzutage Gegenstand zahlreicher Theorien und ungelöster Mysterien. Das Gelände der uralten steinigen Monolithen wurde etliche Male untersucht, genauestens durchleuchtet und präzise vermessen. Doch trotz allem, obwohl man sich über das Alter und dessen Aufbau bewusst ist, bleibt sein wahrer Zweck verborgen. Vom Boden aus betrachtet wirken die Ruinen von Stonehenge zufällig und chaotisch. Erst ein Blick aus der Luft offenbart die geometrische Perfektion. Der Steinkreis soll um 3100 v. Chr. Als breiter Ring von Holzpfosten begonnen haben, umgeben von einem Graben und einer Böschung. Die riesigen Felsplatten, die teilweise aus Hunderten von Kilometern Entfernung herangebracht worden sind, sollen dann über einen Zeitraum von etwa 1500 Jahren in das Innere eingefügt worden sein. Nicht wenige sind sich sicher, dass das alte Heiligtum in Wahrheit ein uraltes Observatorium war, dazu fähig, weitaus mehr als nur Winter- und Sommersonnenwende anzuzeigen. Einige derer nehmen gar an, dass Stonehenge mit anderen megalithischen Städten auf der Erde verbunden sei. Denn der Steinkreis in England ist bei weitem nicht der einzige auf dem europäischen Kontinent. Innerhalb der Grenzen der ehemaligen Sowjetunion gibt es sie ebenfalls. Diese riesigen Bauten aus Stein, von denen man nicht erahnen kann, wie sie hätten entstanden sein können und aufgrund ihrer Unerklärbarkeit aus den populären Geschichtsbüchern gestrichen worden sind. Eine dieser vergessenen Stätten ist Arkheim. An Russlands Grenze zu Kasachstan gelegen, wird sie von vielen als die wichtigste und rätselhafteste archäologische Stätte Nordeuropas angesehen. Experten zufolge ist Arkheim der Überrest einer alten Siedlung. Die Ruinen zeugen eher von einem Dorf als einer heiligen Stätte. Zwei große, kreisförmige Steinmauern umgeben Arkheim. Wie eine Festungsmauer, die man aus mittelalterlichen Städten kennt. Dieser rätselhafte Ort umfasst eine Fläche von etwa 20.000 Quadratmetern. Zwei sogenannte Häuserkreise werden durch eine Straße getrennt. Ein zentraler Platz bildet den Mittelpunkt Arkheims. Dabei ist dieser mysteriöse Ort noch vor ein paar Jahrzehnten verborgen gewesen. Die archäologische Stätte wurde erst 1987 entdeckt. Ein Team russischer Archäologen hatten mit seiner Entdeckung Ende der 80er Jahre für Wirbel in der archäologischen Gemeinschaft gesorgt. Nach und nach stellte sich heraus, dass die prähistorische Stätte und deren Artefakte mindestens bis in das 17. Jahrhundert vor Christus hineinreichten
Wie Stonehenge könnten sie bereits vor 5000 Jahren das erste Mal errichtet worden sein. Nicht nur Archäologen, sondern auch Astronomen zeigten sofort großes Interesse. Ein zweites Stonehenge, das irgendwie in Verbindung mit dem weltberühmten Steinkreis in England stehe. Einige Experten wollen bei Stonehenge die Funktion zur Beobachtung 10 astronomischer Phänomene ausgemacht haben. Arkheim hingegen könne gar 18 dieser abbilden. Dies bedeutet, dass bestimmte Ereignisse am Himmel von der Stätte aus beobachtet und verfolgt werden könne. Mehr noch, als es bei Stonehenge der Fall sei. Mit anderen Worten, Arkheim scheint ein noch besseres astronomisches Observatorium zu sein als der Steinkreis in England. Laut dem russischen Archäologen Petruschkin bietet Stonehenge eine Beobachtungsgenauigkeit von 10 Bogenminuten in einem Grad. Arkheim habe eine Genauigkeit von einer Bogenminute, 10-mal genauer. Diese Präzision scheint zu der Zeit seiner Errichtung unmöglich. Wie hätte die damalige russische Steinzeitkultur dies zustande bringen können? 2000 Jahre vor dem griechischen Almagest, das als Haupt- und Entstehungswerk der menschlichen Astronomie gilt. Mit welchem Wissen hat es die damalige Zivilisation geschafft, so etwas zu errichten? Hatten sie Hilfe von außen? Und gibt es noch mehr Verbindungen zum englischen Stonehenge? Sowohl Arkheim als auch Stonehenge liegen seltsamerweise auf derselben geografischen Breite. Einige Experten sagen, dass entlang dieser Linie, auf der sich die beiden Orte befinden, eine hohe Energie fließt. Diejenigen, die die russische Stätte betreten durften, berichten von ungewöhnlichen Lichtblitzen am Himmel, mysteriösen Nebeln, die sich über den Steinkreis bewegen, und hellen Objekten, die sich intelligent zu bewegen scheinen. Etwas, das auch um Stonehenge herum beobachtet worden sein will. Auch habe es den Fall einer Archäologiestudentin gegeben, die berichtete, sie habe eine Stimme aus der Mitte des Steinkreises gehört. Sie näherte sich dem Zentrum und was dann als nächstes geschah, könne man nur an den Folgen ablesen. Kurze Zeit später befand sie sich in einer psychiatrischen Einrichtung wieder. Sie sei in eine andere Dimension gelangt und könne die anhaltenden Stimmen in ihrem Kopf nicht mehr ertragen. Dabei ist es nicht leicht, überhaupt den russischen Boden zu betreten. Auf dem Gebiet Arkheims finden derzeit immer noch Ausgrabungen statt. Besuchern ist es nicht erlaubt, die Stätte zu betreten. Und dennoch wimmelt es nur so von Menschen um Arkheim herum. Schon lange vor der Entdeckung des Steinkreises hielt man das Gebiet für einen heiligen Ort. So finden sich auch heute noch etliche Pilger vor Ort, die Wasser aus dem nahegelegenen Fluss Bolschaja holen. Es habe heilende Kräfte. Hat man in Arkheim etwas gefunden, das die Mythen und Legenden der umliegenden Bevölkerung auf ein ganz neues Level hebt? Einen Fund, der das damalige unmögliche Wissen erklären könnte? Juli 2015. Die Archäologen in Arkheim stoßen auf etwas Ungewöhnliches. Sie kratzen an den harten Knochen eines Skeletts. Schnell versammeln sich die Forscher um diesen sensationellen Fund. Ein jeder hilft mit, die gesamten Überreste von der umgebenden Erde zu befreien. Als sich schließlich das gesamte Skelett offenbart, staunen sie nicht schlecht. Der Schädel ist ungewöhnlich groß. Es ist einer der Sorte, die als Langschädel in die Archäologie eingingen. Ufologen waren nach Bekanntmachung sofort überzeugt. Die damalige Steinzeitkultur muss Kontakte zu Außerirdischen gehabt haben. Wie sonst könne man sich die Errichtung des Komplexes erklären? Die damaligen Menschen hätten schließlich so ein Wissen nicht besitzen können. Die Forscherin Maria Makurova hält dagegen. Wir haben ein gut erhaltenes Skelett gefunden. Ich würde die Möglichkeit nicht ausschließen, dass das Skelett einer Frau aus dem Sarmati-Stamm gehört, die in den Gebieten der heutigen Ukraine, Kasachstans und Südrusslands lebte. Ihr Schädel war nur verlängert, weil der Stamm die Köpfe ihrer Kinder mit Seilen zusammenband. Es war eindeutig eine Tradition im Stamm. Die Forscherin ging wohl davon aus, dass die, die das Skelett für einen Beweis für einen außerirdischen Kontakt hielten, davon ausgingen, es seien Überreste eines Aliens.
Dabei kannte sie wohl nicht die eigentliche Theorie derer, die dies vermuten. Die damaligen Menschen hätten diejenigen, von denen sie das Wissen hatten, lediglich nachgeahmt. Zu dessen Ehrung oder in der Hoffnung, selbst diese Fähigkeiten zu bekommen, haben sie sich so verändern wollen wie ihre Wissensbringer. Somit bestünde auch gar kein Widerspruch zu der Aussage der russischen Forscherin. Paracas, eine Halbinsel in der Provinz Pisco. Einst war sie die Heimat der präkolumbianischen Paracas-Kultur. In der Region Ica, an der Südküste Perus gelegen, sorgt sie heute für bisher unerklärliche Funde. Schon im Jahr 1928 machte der peruanische Archäologe Julio C. Tello einen der mysteriösesten Entdeckungen der Menschheitsgeschichte. Bei den Ausgrabungen entdeckte der Forscher einen hochkomplex angelegten Friedhof im rauen Wüstenboden. Etwas, das man von der damaligen Zivilisation nicht erwartet hätte. Doch die in sich verflochtene alte Grabstätte war erst der Anfang. In den rätselhaften Gräbern entdeckte Tello eine Reihe umstrittener menschlicher Überreste. So außergewöhnlich, dass sie unsere Sicht auf unsere Vorfahren und unsere Herkunft für immer verändern könnte. Tello erblickte die Überreste einer alten Kultur und sie besaßen ein ganz bestimmtes markantes Merkmal. Große, längliche Schädel. Zwar war diese Form des Kultes auch damals schon bekannt, aber bei dieser Zivilisation waren die Köpfe um ein Vielfaches größer, größer als alle anderen Schädelfunde, die jemals auf unserem Planeten entdeckt worden sind. Sie gingen als die Paracas-Schädel in unsere Geschichte ein. Tello entdeckte schließlich mehr als 300 dieser mysteriösen Schädel. Das Alter soll heute auf mindestens 3000 Jahre geschätzt werden. Doch die Form alleine sei nicht das Bemerkenswerteste. Als ob die Form der Schädel nicht mysteriös genug wäre, liefere eine an einigen Schädeln durchgeführte DNA-Analyse noch Seltsameres. Etwas, das alles, was wir über menschliche Evolution wissen, in Frage stelle. Zu welchen Ergebnissen kam die Genanalyse der peruanischen Schädel? Was machen gerade die Überreste der alten Paracas-Kultur so besonders? Und was hat es mit dem wohl außergewöhnlichsten Fund auf sich? Auch andere Zivilisationen auf der ganzen Welt besaßen Praktiken zur Deformation ihrer Schädel. Zur Verlängerung ihrer Köpfe wendeten sie sehr unterschiedliche Techniken an. Und so zahlreich die Methoden, desto unterschiedlicher auch die Ergebnisse. So gab es bestimmte südamerikanische Stämme, die Schädel von Babys gebunden haben. Die sehr frühe Formveränderung hat zu einer sehr drastischen verlängerten Schädelform geführt. Aber egal wie die jeweiligen Kulturen ihre Methoden anwendeten, eines bliebe immer gleich. Egal auf welche Art und Weise sie die Form ihres Schädels veränderten, das Gewicht und das Volumen ihrer Köpfe sollte immer gleich bleiben. Die zwei charakteristischen Merkmale normaler menschlicher Schädel. Keine Methode könnte dies auch nur ansatzweise ändern. Doch bei den Paracas-Schädeln ist dies nicht so. Sie entsprechen eben nicht den Eigenschaften normaler Köpfe, so wie wir sie kennen. Sie seien mindestens 25% größer und bis zu 60% schwerer als die Schädel normaler Menschen. Forscher auf der ganzen Welt sind der festen Überzeugung, dass diese Eigenschaften mit den von den üblichen Stämmen dieser Welt verwendeten Techniken nicht hätten erreicht werden können. Ein weiteres Detail, das sie als nicht vollkommen menschlich erscheinen lassen, ist ihre Struktur. Während unsere Schädel zwei Scheitelplatten haben, besäßen die Paracas nur einen. Ein Rätsel, das die Forscher bis heute immer noch nicht lösen könnten. Wer waren diese damaligen Menschen, die schier unmenschlichen Eigenschaften aufwiesen? In der Hoffnung, die Analyse ihrer DNA könnten neue Aufschlüsse darüber geben, machte die Paracas nur noch mysteriöser. Der Direktor des Paracas Museum of History schickte einst 5 Proben dieser außergewöhnlichen Schädel an ein Forschungsinstitut. Die genetischen Analysen förderten faszinierende Ergebnisse zutage.
Proben aus Haaren, Zähnen, Haut und einigen Fragmenten von Schädelknochen lieferten schier unglaubliche Details. Das genetische Labor, an das die Proben geschickt wurde, wurde dabei bewusst nicht über die Herkunft der Überreste informiert. Man wollte sichergehen, dass die medial bekannten Schädel nicht zu einer Beeinflussung der Ergebnisse führen könne und um damit natürlich die Glaubwürdigkeit der Ergebnisse zu garantieren. Das, was sie fanden, war erstaunlich. Was genau wurde bei der Genanalyse entdeckt? Gibt es etwas, das darauf hindeutet, dass die alten Paracas teilweise nicht vom Menschen abstammten? Und wie ist dieser besondere Schädelfund zu erklären? Die Untersuchung der DNA zeigte, die bei jedem Menschen, Primaten und Tier dieser Welt vorhandene, von der Mutter geerbte mitochondriale DNA-Mutation war unbekannt. Die Mutation der Paracas deutet darauf hin, dass man es hierbei mit einem völlig neuen Menschen zu tun hätte. Einem menschlichen Geschlecht, das sich stark vom Homo sapiens als auch vom Neandertaler und dem Denisova-Menschen unterscheidet. Sie seien in ihrer Biologie so unterschiedlich, dass es für normale Menschen unmöglich gewesen sei, sich mit ihnen zu kreuzen. Präastronautiker gehen anhand dieser Ergebnisse davon aus, dass die präkolumbianische Zivilisation der Paracas einen außerirdischen Ursprung habe. Entweder stamme sie von einem anderen Planeten ab und wurde hier auf der Erde ausgesetzt, oder aber sie seien eine Kreuzung aus dem frühen Menschen und einer außerirdischen Zivilisation. Und wenn dem so ist, hätten sie auch ein Wissen besitzen können, das dem der damaligen Zeit weit voraus war, überlassen von ihren ursprünglichen Vorfahren. Eines dieser Hinweise darauf ist ein außergewöhnlicher Schädel. Er entstammt ebenfalls einer der präkolumbianischen Zivilisationen in Peru. Ein mäßig langgezogener Schädel mit einer großen Platte aus Metall. Wissenschaftler spekulieren derzeit, dass dem Besitzer nach der Rückkehr aus einer Schlacht diese eingesetzt worden ist. Basierend auf dem gebrochenen Knochen, der die Reparatur umgibt, könne man feststellen, dass Metall und Schädel fest miteinander verbunden seien. Eine erfolgreiche Operation, die dem damaligen Krieger das Leben rettete. Rund 2000 Jahre soll dies nun her sein. Doch woher hatten die alten Peruaner diese hochentwickelte medizinische Technik? Die Beantwortung dieser Frage anhand des außergewöhnlichen Fundes ist ebenso mysteriös wie die Behandlung dessen in der Wissenschaft. Was wir derzeit wissen, ist, dass sich der metallene Schädel nicht etwa in einem peruanischen Museum befindet, sondern im Museum für Osteologie in Oklahoma City in den Vereinigten Staaten. Obgleich man erwarten würde, dass dieser besondere archäologische Fund eine jede Menge Besucher anziehen würde, wird der Schädel nicht öffentlich ausgestellt. Auch die Frage, um was für ein Metall es sich denn handelt, das den Schädel umgibt, wird nicht beantwortet. Ebenso die der genetischen Analyse. Wer waren diese mysteriösen Menschen, wenn sie denn wirklich menschlich waren? Haben sie sich auf der Erde getrennt vom Homo sapiens entwickelt? Was führte dazu, dass sie so drastische Unterschiede zu gewöhnlichen Menschen aufwiesen? Und ist es möglich, dass diese Wesen nicht von der Erde kamen? Ist der jüngere und nur mäßig langgezogene Schädel mit der Metallplatte eine Evolution der älteren, viel ausgeprägteren Langschädel, repariert mit einem Wissen, das ihre Vorfahren ihnen überließen? Die außergewöhnlichen Funde in Peru werden das Verständnis von heutigen Forschern, Historikern und Wissenschaftlern gegenüber unserer offiziellen Geschichtsschreibung verändern. Möglicherweise lassen diese Funde die Frage, ob wir allein im Universum sind, schon jetzt beantworten.